So, weiter geht's. In diesem komischen Kinder-Ding. Ja. Naja, hier werden die Kinder schon mal auf das harte Leben vorbereitet. Okay. Boah, diese Schweine. Hast du hier erschrocken? Bisschen. Ja. Okay, aber da muss ich nicht lang. Deswegen gehe ich schnell hier lang. Bevor das Kind dir den Weg reibt. Eine Turnhalle, oh. Geil. Schön viel Platz zum Gegner killen, ne? Ja, ich wusste es. Oh nein, ich bin hier auch noch. Bam, ja, genau. Ja, die fliegen immer so schön. Kannst du drüber laufen? Warte erstmal. Wo drüber? Hier drüber? Mhm. Das sind Tische. Ja, aber du musst ja da irgendwie in die Mitte zum Beispiel, ne? Oh, deswegen gibt es ja den Weg hier hinter. Da ist eine Schleuse. Oh, nur in Schwarz, dann brauchen die, vertragen sie sogar noch mehr. Jetzt nicht mehr. Klapp dich noch nach hinten. Kann man die wieder aufnehmen eigentlich, die Spieße? Nee. Wäre geil. Kannst du deine Munition immer behalten? Ah, aber nicht schlecht. Oh Gott. Was sitzt da? Teddybär. Okay. Das sah von weitem irgendwie anders aus. War nur ein Teddy, Mann. Teddy. Okay, der hat nichts. Dafür hat er der Munition. Und du hast auch nichts. Gott. Krank. Junge, Junge, Junge. Die Leute kommen auf Ideen, ey. Ja. Was machen die denn in Dead Space 3, wenn es das mal geben sollte? Tja. Okay. Hier springt mich doch gleich irgendwas an. Ich hab das im Urin. Echt? Ich wusste es! Auch wenn du kein Monster bist. Block. Das ist die Sonne abmontiert. Alter. Was ist denn das da? Eine Lampe? Weiß ich nicht. Sonne? Geh mal weg. Schade, dass man die nicht so als Kreissäge benutzen kann. Nee, ja, Stern. Hochstern. Ah ja. Das ist doch irgendwas mit. Okay, also ich nehme an, das hätte Aua gemacht, wenn man einem Gegner das vor den Kopf geworfen hätte. Ich glaube schon. Ja, aber jetzt dürfen wir erstmal wieder hacken. Du? Ja. Ich sag mal, wir. Hört's besser. Weil wir spielen dieses Spiel. Hallo? Da. Einmal ganz rum. Und wieder einmal ganz rum. Fast. Gerade eben. Ja. Kulisse weg, neue Kulisse her. Und Musik aus. Das ist ja praktisch. Ich glaube, da lief gerade irgendwo was. Halt die Klappe. Ah, ja klar. Es war so klar. Da kommen auch diese kleinen Viecher, die platzen. So, komm, ein Schuss, ein Treffer. Das hatte ich vor. Komm, 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 komm. Shit. Zu nah. Jetzt kannst du die noch alle schön zertreten. Ja. Geld. Wo verstecken die das Geld? Die haben doch gar keine Kleidung an. Ich würde es gar nicht wissen. Da kommt, glaube ich, noch mehr. Oh, hast recht. Der Vorhang öffnet sich und dahinter verbirgt sich eine Tür. Gut. Wenigstens nichts, was uns töten will. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ich glaube, ich habe echt so das Gefühl, alles in diesem Spiel wird uns einfach nur töten. Ja, selbst kleine Pappsonnen, die von der Decke fallen. Ja, da habe ich mich jetzt nicht so erschrocken. Ich auch nicht, aber ich habe darauf gehofft, dass da was kommt, sonst wäre meine Aussage falsch gewesen. Ja. Ja, in Wirklichkeit spielen wir nämlich gar nicht blind, ne? Ja, haben wir schon 5-mal durch. Ja. Das schon letztes Jahr, wo es noch gar nicht erhältlich war. Genau. Wir haben das auf Japanisch gespielt. Amerikanisch. Also Englisch. Das kommt nicht aus Japan. Nee. Das ist von EA. Das ist stimmt. Ja. Und Viz Carroll oder so. Naja, warte mal. Ach,
nochmal eben nachladen. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Tür lauert. Eben. Block. So, zack, das auch mal nachladen. Und der ist nachgeladen. Okay. Weiter geht's. Was? Our home. Oh. Our solar system. Ja. Wie sieht denn das Solarsystem aus derzeit in diesem. Das soll die Erde sein, glaube ich. Das ist natürlich die Sonne. Nee, das ist die Erde. Oder? Das ist die Erde. Die Erde ist doch nah an der Sonne. Ja. Ach, egal. Kennt man nichts drauf. Okay, da müssen wir lang. Da lag irgendwas. Okay. Ich dachte da hinten, das wäre irgendwas Ekliges. Was ist das da? Nur ein Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto. Nur ein klebt ein Insekt an der Wand? Was, wo? Da und da geradeaus, in der Lücke. In dieser Kurve. Hä? Welcher Lücke? Hinter, genau da. Da dieser Fleck. Da, weiter. Da. Ach, das ist ein Aufkleber. Das ist ein Aufkleber. Boah, ey. Zeig mir doch nicht mal Sachen, die gar nicht da sind. Ja, es sah halt komisch aus. Ich hab so das Gefühl, hier kommt gleich irgendwo was. Halt die Klappe, hier ist wieder ein Raum. Da liegt irgendwas, da liegt irgendein Lock oder so. Da am Tisch. Ja, ich sehe es. Ich wollte nur gucken, ob da. Okay. Die Pause ist zu Ende. Das ist schön. Das war der Raum, wo wir eben waren. Da wo die Frau eben war. Sicher? Ja. Oder? Text Log. Aha. Daily Schedule. Class Activity, Recess, Snack. Zero-G Activity, das ist ja geil. Okay, also in denen wäre ich auch gern gegangen, in den Kindergarten. Mhm. Jetzt schon. Ja, Mann. Die keine Schwerkraft hat ja alles weggemacht. Was hier vorher so passiert ist. So. Ein Rucksack. Mädchenrucksack. Ja. Ah, oh, Kassel. Guck mal, da oben liegt Energieknoten in der Rakete. Cool. Leugnest du es immer noch? Hast du Angst, du schneidest dir die Pulse an, auf, wenn du mir zuhörst? Ich höre mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du wirst nie wieder auf dein Herz hören. Okay. Also die werden so die Begegnung immer ein bisschen realer. Genau. Jetzt konnten wir uns sogar bewegen währenddessen. Jetzt möchte ich hier Karussell fahren. Aha, guck mal, wir müssen also hier lang gehen und so zurück. Karussell fahren! Geht das denn? Ich kann es nicht mal anschieben, aber warte mal. Das ist ja doof. Oh, kannst ja gar nichts machen hier. Warum mal so? Also, hinter dir an der Wand war, glaube ich, gerade ein Totenkopf. Da. Okay. Ah. Sah so aus. Eine Kinderzeichnung. Okay. Egal. Guck mal, da geht's hoch. Da kannst du wieder runterrutschen. Yeah. Oh, ist der schön hier. Toll, jetzt hau ich aber lieber ab. Oh, und ich darf wieder Aufzug fahren. Jericho. Was heißt das? Was ist das denn da? Okay. Jericho. Jericho. Die Reifen. Isaac, Ellie hier. Ich hab jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich trau ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas... Knall ich ihn ab. Wieso findet die den vor uns? Ich hab keine. Wir gehen mal wieder den falschen Weg. Die geht nur durch eine Tür da hinten. Vielleicht durch ein paar mehr Türen. Ja. Findet den an. Wir laufen schon das ganze verkackte Spiel hier rum. Genau, du. Wie lange geht denn der Aufzug nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie hoch der uns bringt oder runter. Auf jeden Fall wird es nicht heller. Was im Weltall sowieso schwer ist, aber naja. Ich glaube, wir werden auch munitioniert. Das sieht fast so aus. Ja, da hinten war auch irgendwas Fettes an der Wand.
So, Impuls. Ja, natürlich. Da. Was ist das? Ein bisschen Gedärm. Ach, und eine Speicherstation. Ja, das sieht wirklich danach aus. Ja, also echt so. Zwischenboss. Ich speichere auch mal. Besser ist das. Okay. So, jetzt will ich aber auch wissen, was das ist. Okay, es sind tote Leichen. Guck da nicht so tief rein in das Loch, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Vielleicht kommt da irgendwas uns. Aber da hat gerade jemand geschrien. Also so gemacht. Blob. Was ist hinter mir? Nichts. Ah, ist hinter mir. Nee. Oh, okay. Was stand da? Transitknoten. Ach, großer Raum. Ich große Räume hasse. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, dass Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Nett. Sehr nett, da kommt was. Heilige Scheiße! Was kommt zu uns? Da sind auf jeden Fall auch noch... Oh nein, ist das ein Brute? Ja. Am besten. Ja. Hi, Kumpel. Okay, ja. Ach, Vorsicht! Sind die etwas... dickeren... Also eine Kapsel schießen. Ja. Sind die etwas dickeren Viecher und die halten natürlich auch mehr aus, wie man sieht. Aber irgendwie will er auch nicht drauf gehen. Ich habe keine Stase mehr. Aber du hast doch nur ein Stase-Pack. Oh. Ja, stimmt. Ich hoffe, den Mann muss ihn auch so tun. Ja, okay. Alles klar. Ich sag ja gar nichts mehr. Das ist Drecksvieh. Halbleiter Rubin. Das ist lieber so aufrüstend. Warum hat Heidmann den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie. Wissen Sie, was ein Marker ist? Ja. Die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tightman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Stross, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Stross muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Stross im Auge. Genau, wir sagen erstmal Tschüss für diesen Teil und sehen uns im nächsten wieder. Genau, dann machen wir die Aufgabe von der Frau. Genau.